Öffnen Sie das Inventar und gehen Sie in die Rubrik Charakterinformation. Wählen Sie rechts im Fenster Ihren Avatar aus, falls nicht bereits aktiv. Links im Fenster sehen Sie die Fähigkeiten Ihres Avatars und in der Mitte die Attribute. Verteilen Sie die neuen Attributspunkte, zum Beispiel auf Stärke oder Weisheit. Klicken Sie dazu im Fenster auf die kleinen Pfeile direkt neben den Zahlenwerten der Attribute. Die einzelnen Attribute stehen für die Eigenschaften einer Figur. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über einem Attribut schweben, erklärt das Hilfefenster die Bedeutung der einzelnen Werte. Verteilen Sie nun die neuen Fähigkeitspunkte. Klicken Sie auf Neue Fähigkeit und wählen Sie rechts im Fenster die leichte Kriegskunst aus. Verteilen Sie den zweiten Punkt beliebig durch einen Klick auf einen der kleinen Pfeile neben den Fähigkeiten. Sie haben durch Ihre besseren Fähigkeiten in der leichten Kriegskunst nun eine zusätzliche Kampffähigkeit erhalten, und zwar Berserk. Sie finden diese Nahkampffähigkeit in Ihrem Zauberbuch. Übertragen Sie Berserk in das Zaubergedächtnis. Schließen Sie nun Ihr Inventar. Kampffähigkeiten und einige Zaubersprüche werden nicht auf ein Ziel ausgelöst, sondern wirken nur auf den auslösenden Charakter selbst. Lösen Sie Berserk testweise aus, indem Sie Ihre Figur selektieren und das Symbol unten in der Aktionsleiste oder oben links unter dem Porträt anklicken. Wenn Sie Berserk auslösen, verursacht Ihr Avatar für kurze Zeit sehr hohen Kampfschaden. Dies kann in einer Notsituation sehr hilfreich sein, allerdings können Sie ihn erst nach einigen Minuten erneut einsetzen. Sprechen Sie Joshua nochmals an. Es wird langsam Zeit für mich aufzubrechen. Es war gut, wieder an deiner Seite zu kämpfen. Komm, ich begleite dich zum Portal. Cerberus Gnade! Hört das denn nie auf? Das wird interessant.
Ruhen! Wir stehen unter Beschuss! Ruf die Wachen! Meister Ruhn! Noch einen Augenblick später und wir wären verloren gewesen. Habt ihr die Rune? Tahira hat sie aus den Ruinen geholt. Hier ist sie. Tahira, ich danke dir. Du hast... euch gut gedient? Ich verstehe deinen Zorn. Glaub mir, das war es wert. Diese Rune ist der Schlüssel zu unserer Zukunft und Vergangenheit. Doch nun will ich dich nicht länger behelligen. Lebe in Frieden, Tahira. Wir werden uns nicht wiedersehen. Leb wohl, Tahira. Mit einem magischen Portal können Sie diese Karte nun verlassen. Oder folgen Sie dem Weg nach Süden. Dort warten weitere Gegner zum Experimentieren auf Sie, sowie einige nützliche Hinweise, die Sie für die ersten Karten aber nicht unbedingt benötigen. Wenn Sie oben rechts Menü anklicken, dann können Sie jederzeit den aktuellen Spielstand speichern. Gehen Sie nach Westen zum Portal, um die Karte zu verlassen. Oder folgen Sie dem Weg nach Süden, um weitere nützliche Hinweise zu erhalten. Immer wenn Sie eine Statue erreichen, erhalten Sie einige Tipps und Hinweise aus verschiedenen Bereichen des Spiels. Wenn Sie mit einem Portal oder einem Seelenfels von einer Plattform zu einer anderen reisen, verlieren Sie alle Ihre zuvor durch Runenmagie herbeigerufenen Einheiten und die erbauten Siedlungen. Überlegen Sie sich daher gut, zu welchem Zeitpunkt Sie weiterziehen.
Vorsicht! Gegner! Runenkrieger, zu mir! Vorsicht! Gegner! Wir werden angegriffen! Die Linien müssen halten! Zu Befehl! Marschbefehl! Gebiet sichern! Bin unterwegs! Das ist ein Hinterhalt! Auf mein Zeichen, schnell! Und los! Alles klar! Marschbefehl! Standhalten, Männer! Auf mein Zeichen! Sofort! Mir nach. Und los. Folgt mir. Zur Ehre. Wir werden angegriffen. Auf mein Kommando. Bereit. Folgt mir. Ja. Vorwärts. Schnell! Und los! Runenkrieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Hier, sofort! Marschbefehl! Marschbefehl! Wir werden angegriffen! Auf meinen Befehl, schnell! Und los! Manche Charaktere haben Dialoge und Aufträge, welche die Hauptquest betreffen. Andere Charaktere sind nur für sogenannte Nebenquesten wichtig. Sie erkennen die Charaktere für die Hauptquest an dem großen Ausrufezeichen-Symbol über dem Kopf dieser Charaktere. Mit diesen Charakteren müssen Sie reden, um die Hauptquest erfolgreich zu lösen. Die sogenannten Nebenquesten sind optional. Sie müssen sie nicht absolvieren, aber sie bieten Ihnen zahlreiche Vorteile und Abenteuer. Jawohl!
Erwarte euer Kommando. Marschbefehl. Bin unterwegs. Befehl verstanden. Marschbefehl. Marschbefehl. Schnell. Sind auf Feinde gestoßen. Vorsicht, sie sind hier. Sind auf Feinde gestoßen. Bereit. Verstärkt die Verteidigung. Auf meinen Befehl, schnell. Schnell. Neben dem Inventarsymbol unten rechts befindet sich ein Formationssymbol. Wenn Sie mehrere Einheiten selektieren, können Sie eine Formation bilden, indem Sie das Formationssymbol anklicken. Die Einheiten bilden dann eine Formation, so wie sie momentan angeordnet sind. Wahrscheinlich werden Sie aber die komfortable Funktion für Standardformationen bevorzugen. Sobald Sie eine Formation gebildet haben, erscheinen drei weitere Symbole für die drei Standardformationen: Kreis, Halbkreis und Reihenformation. Auf mein Kommando. Mir nach. Und los. Sofort. Und los. Sie können eigenen Einheiten den Befehl geben, jemandem zu folgen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie sich mit anderen Einheiten in der Verfolgerperspektive bewegen wollen. Selektieren Sie dazu die entsprechenden Einheiten. Drücken Sie dann die Shift-Taste und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Ziel, also zum Beispiel Ihren Avatar, dem die Einheiten folgen sollen. Jawohl! Auf mein Zeichen! Mir nach. Mir nach. Zur Ehre, Aonir, Sieger, zu mir. Das ist ein Hinterhalt. Verstärkt die Verteidigung! Vorsicht! Sie sind hier! Sie können bereits verwendete Pläne von Gebäuden und Einheiten sowie Zaubersprüche in Ihrem Zauberbuch und auch gelernte Zaubersprüche im Zaubergedächtnis zu einem beliebigen Zeitpunkt umsortieren. Dazu öffnen Sie Ihr Inventar und klicken zum Beispiel erst einen Zauberspruch an und dann den zweiten. Da die Gebäude und Zaubersprüche in der Aktionsleiste in der gleichen Reihenfolge angezeigt werden, kann dies für Ihre Übersicht nützlich sein. Bereit.
Sofort. Schnell. Schließ die Reihe. Die Rohstoffe in Spellforce regenerieren sich mit der Zeit. Es kann daher durchaus sinnvoll sein, an einer erschöpften Aria-Quelle oder an einem abgebauten Erzvorkommen einen oder zwei Handwerker zu belassen. Wir werden angegriffen! Die mächtigste Kampfeinheit, die sie beherrschen können, sind die Titanen. Jede Aufbaurasse verfügt über einen eigenen Titan. Um den Titan zu erschaffen, müssen sie zunächst das große Haupthaus der entsprechenden Rasse errichten. Hier. Sie können von einer Rasse nur einen Titan gleichzeitig haben. Folgt mir! Folgt mir. Sofort. Vorwärts. Zur Ehre Aonirs. Wir werden angegriffen. Ja, sofort. Bleibt standhaft! Standhalten, Männer! Vorwärts! Außer mit Menschen können sie auf der hellen Seite auch mit Elfen und Zwergen Städte errichten. Auf der dunklen Seite stehen ihnen Orks, Trolle und Dunkelelfen zur Verfügung. In Spellforce können sie oft mit mehreren Rassen gleichzeitig eine Stadt errichten. Wenn sie sich für eine helle und eine dunkle Rasse gleichzeitig entscheiden, müssen sie darauf achten, dass sich die Armeen nicht begegnen. Folgt mir! Die Rohstoffvorräte der dunklen und der hellen Rassen sind getrennt. Halte durch, Männer! Untereinander teilen die hellen Rassen ihre Rohstoffe, ebenso die dunklen Rassen. Folgt mir. Erwarte Befehle. Gebiet sichern. Auf mein Kommando. Mir nach. Verstärkt die Verteidigung. Sofort. Bei dem normalen Gehe-zu-Kommando werden Feinde unterwegs ignoriert. Ihre Einheiten verteidigen sich erst am Zielort. Sie können die Steuerung-Taste gedrückt halten und eigenen Einheiten das Gehe-zu-Kommando mit der rechten Maustaste geben. In diesem Fall werden Feinde auf dem Weg angegriffen.
Mir nach. Vorwärts. Vorwärts. Wenn Sie die Alt-Taste gedrückt halten und eigenen Einheiten ein Gehe-zu-Kommando mit der rechten Maustaste geben, dann patrouillieren Ihre Einheiten zwischen dem aktuellen Standort und dem Zielort. Wenn Sie mehrere Punkte angeben, dann werden diese nacheinander vorwärts und rückwärts abgelaufen, wobei dann der aktuelle Standort nicht mehr berücksichtigt wird. Auf einer Patrouille greifen Ihre Einheiten jeden Feind in Sichtweite an. Wenn Sie die Shift-Taste gedrückt halten und eigenen Einheiten ein Gehe-zu-Kommando mit der rechten Maustaste geben, dann können Sie Wegpunkte festlegen, die nacheinander abgelaufen werden sollen. Am letzten Wegpunkt bleiben die Einheiten stehen. Mit dieser Methode können Sie eigene Einheiten um ein feindliches Lager herumschicken, ohne ständig neue Richtungsangaben geben zu müssen. Marschbefehl! Verstärkt die Verteidigung! Vorwärts! Bleibt standhaft! Verstärkt die Verteidigung! Auf meinen Befehl! Schnell! Mir nach! Wenn Sie ein Gebäude vor dem Platzieren drehen wollen, halten Sie die Steuerung-Taste gedrückt und verwenden Sie danach die Tasten Entfernen und Ende, um das Gebäude links oder rechts herum zu drehen. Schnell! Sofort! Wenn Sie die Steuerung-Taste gedrückt halten und eine Einheit selektieren, dann werden alle anderen Einheiten dieses Typs in der Umgebung ebenso selektiert. Diese Funktion kann auch mit den Porträt-Buttons des Avatars, der Helden oder der Gruppen verwendet werden. Wenn Sie die Shift-Taste gedrückt halten und eine oder mehrere Einheiten selektieren, dann werden diese Einheiten der aktuellen Selektion hinzugefügt oder von ihr entfernt. Bin unterwegs. Diese Funktion kann auch mit den Porträt-Buttons des Avatars, der Helden oder der Gruppen verwendet werden. Verstärkt die Verteidigung! Gebiet sichern. Bereit. Und los. Verstärkt die Verteidigung. Erwarte euer Kommando. Augen offen halten. Auf mein Zeichen. Schnell.
Bleibt standhaft! Einige Zaubersprüche erlauben das Herbeirufen von sogenannten Dienern, die dem Magier treu ergeben sind und ihn im Kampf unterstützen. Ein Magier kann auch mehrere Diener gleichzeitig herbeirufen. Diese Diener kosten den Magier allerdings dauerhaft eine geringe Menge Mana, wodurch sich die Regeneration von Mana verlangsamt oder der Magier sogar ständig Mana verliert. Wenn dem Magier kein Mana mehr zur Verfügung steht, sterben die Diener. Alles klar! Sie schlagen zu! Verstärkt die Verteidigung! Auf meinen Befehl, mir nach! Sie schlagen zu! Ja, vorwärts! Schnell! In der Aktionsleiste befindet sich auch ein Monumentsymbol. Wenn Sie es mit der linken Maustaste anklicken, können Sie sehr schnell und ohne den Ort zu wechseln Ihre Monumente nacheinander selektieren und neue Einheiten produzieren. Wenn Sie das Monumentsymbol mit der rechten Maustaste anklicken, dann werden die Monumente nacheinander fokussiert. Das heißt, der sichtbare Bildausschnitt bewegt sich zu dem Monument. Auf mein Kommando. Vorwärts. Vorwärts. Schlagt sie zurück! Hier. Folgt mir. Wenn Sie mehrere Einheiten selektiert haben, können Sie unten links im Selektionsfenster einzelne Einheiten bzw. Einheitentypen anklicken und sie damit doppelt selektieren. Wenn Sie jetzt weitere Kommandos geben, zum Beispiel die Einheit an einen anderen Ort schicken, dann gilt dieses Kommando nur für die doppelt selektierten Einheiten. Diese Methode ist sehr komfortabel, um zum Beispiel bestimmte Einheiten aus dem Kampf zu ziehen oder mit Click and Fight sehr schnell gezielt verwundete Einheiten zu heilen. Vorwärts! Einsatzbereit! Befehl verstanden! Auf meinen Befehl! Ja. Und los! Erwarte Befehle. Alles klar. Auf mein Kommando. Hier. Mir nach! Vorsicht! Sie sind hier! Feindkontakt! Jawohl! Marschbefehl! Auf meinen Befehl! Vorwärts! Wir werden angegriffen! Sind auf Feinde gestoßen! Verstärkt Vorsicht, die Verteidigung! Das ist ein Hinterhalt!
Einige Gebäude können Sie bereits bei Spielstart errichten. Andere benötigen vorher das kleine, mittlere oder das große Haupthaus. Sie finden entsprechende Hinweise jeweils im Hilfefenster. Einheiten benötigen je nach Typ unterschiedliche Gebäude, um herbeigerufen werden zu können. Außer den erforderlichen Rohstoffen benötigen Sie je nach Rasse eine Schmiede für Stahlwaffen und Metallrüstungen, eine Waffenwerkstatt für Holzwaffen und Lederrüstungen oder ein Magiegebäude für Einheiten mit magischen Fähigkeiten. Einige Einheiten benötigen weitere Spezialgebäude. Sie finden entsprechende Hinweise jeweils im Hilfefenster. Je öfter Sie einen bestimmten Gegnertyp besiegen, desto weniger Erfahrungspunkte erhalten Sie dafür. Neue Gegnertypen bringen besonders viele Erfahrungspunkte. Erwarte euer Kommando. Bin unterwegs. Schnell. Auf mein Zeichen. Vorwärts. Für die Freiheit. Runenkrieger, zu mir. Ja. Einige seltene Waffen verfügen über Zaubereffekte. Diese Effekte können nicht gezielt ausgelöst werden. Sie entfesseln ihre Kraft im Kampf in zufälligen Zeitabständen. Es sind dabei sehr unterschiedliche Effekte möglich. Zum Beispiel gibt es Waffen mit zusätzlichem Feuereffekt oder andere, die dem Feind Lebenspunkte entziehen und dem Besitzer hinzufügen. Hier, zum Angriff! Die Linien müssen halten! Sofort! Für die Freiheit! Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Zum Angriff! Runenkrieger, alles zu mir! Klar. Vorsicht! Sie sind hier! Wenn Sie die Tab-Taste drücken, wird automatisch der stärkste Feind im sichtbaren Bildausschnitt selektiert. Wenn Sie erneut Tab drücken, werden alle sichtbaren Feinde nacheinander selektiert. So können Sie sehr schnell feindliche Ziele wählen, zum Beispiel für das Click-and-Fight-System. Alles klar.
Vorsicht! Gegner! Ja, zum Angriff! Vorsicht, Gegner! Erwarte Befehle. Gebiet sichern. Auf mein Kommando. In die Schlacht. Runenkrieger, zu mir. Sie können bereits in Auftrag gegebene Einheiten an einem Monument nachträglich wieder entfernen oder ändern. Selektieren Sie dazu das Monument und klicken Sie unten links im Selektionsfenster auf die aktuell in Produktion befindliche Einheit oder auf Einheiten in der Warteschlange, um sie zu entfernen. Bereit! Folgt mir! Willkommen zurück, mein Freund. Ich weiß, deine Erinnerung ist verblasst. 8 Jahre sind eine lange Zeit. Viel ist geschehen. Der Krieg ist vorbei. Doch seine Folgen waren verheerend. Die Konvokation hat das Antlitz unserer Welt zerschmettert. Ich habe seither versucht zu erhalten, was von dieser Welt noch übrig ist. Aber jetzt spüre ich, wie die Zeit naht. Der Kreis schließt sich. Und diese Lande brauchen einen Beschützer. Mit dir soll die Macht der Rune noch einmal erwachen. Doch diesmal sollst du nicht der Sklave des Willens eines anderen sein. Diese Rune ist die Geißel, an die deine Seele geschmiedet wurde. Trage sie nun selbst und sei Herr deiner Entscheidungen. Ich bin frei. Meister Rohn, der Orden schickt mich mit wichtiger Botschaft. Etwas geschieht am Wildlandpass. Kreaturen aus schwarzem Stahl, sie brechen in die Nordlande ein. Die Eisernen sind gekommen. So hat es also begonnen. Ihr müsst sofort aufbrechen. In der Tat. Ich werde Darius aufsuchen. Du, mein Freund, solltest zuerst deine Kräfte sammeln und dich ausrüsten. Folge dem Boten in die Stadt Graufurt. Sprich dort mit meinem Freund Sartarius. Er wird dich einweisen. Er gehört zum Orden des Erwachens. Viel Glück. Wir sehen uns, wenn ich zurückkehre, Freund. Bei den Göttern. Er hat tatsächlich einen Runenkrieger gerufen. Ich erinnere mich kaum. Wie gelang ich in diese Stadt? Graufurt. Folgt dem Weg durch die Felsen. Ich werde euch begleiten. Aber lasst uns vorsichtig sein. Die Berggoblins sind in Aufruhr.